Schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich, meine Damen und Herren, hier bei uns beim Agile Care Workshop heute Abend hier, Montagabend live und in Farbe, heute ein bisschen mehr Farbe. Ich begrüße Sie recht herzlich. Ich begrüße auch diejenigen, die im Nachhinein sich die Aufzeichnung anschauen und dort auch eben die Möglichkeit haben, sowohl die Unterlagen herunterzuladen als auch Fragen zu stellen im Chat, die wir Ihnen natürlich gerne beantworten. Ja, lieben Dank und auch euch einen schönen Abend, Mutti, lieber Vati, dass ihr mit dabei seid und dass ihr mich unterstützt und im Hintergrund für mich da seid. Dankeschön, das ist für mich eine Freude. Danke sehr. Und ja, letzte Woche ist ja der Workshop ausgefallen, aber nichtsdestotrotz machen wir diese Woche weiter. Und ich darf Ihnen schon vorhersagen, nächste Woche Montag findet auch wieder ein Workshop statt. Also statt des zweiten Tages, da machen wir nicht frei, aber wir machen uns unsere eigenen Feiertage. Also nächste Woche Montag, Pfingstmontag, da ist auch Workshop. So, und dann würde ich einfach sagen, wir starten mit der Präsentation heute, der 13. Mai. Und Sie sind hier richtig beim Workshop von Agile Care. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Achtung, wichtiger Hinweis: Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben und sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankungen konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und dann machen wir das heute mal was anderes, nämlich ich gebe Ihnen die Files zum Download jetzt schon bekannt und bereit, dass Sie sie jetzt downloaden können. Aber dies können Sie sich ja die Zeit nehmen und das für den gesamten Abend tun. Ja, Prinzip Agile Care. Wir haben bei allen Erkrankungen haben wir Mikroorganismen auf Zellenebene in Disbalance, die sich in Symbiose zu den Symptomen, zu der Erkrankung, zu der Beeinträchtigung befinden. Und dabei ist es ganz egal, ob diese Mikroorganismen ursächlich dafür verantwortlich sind, dass sich diese Situation entwickelt hat, oder ob aus Grund von Milieuveränderungen, die hier auf den Plan gerufen worden sind, auf Zellenebene, um unsere Zellen zu stören. Und mit spezifischen elektromagnetischen Frequenzmustern gehen wir mit Agile Care gegen diese Mikroorganismen vor, um diese Symbiose aufzubrechen, sie zu eliminieren, zu dezimieren, so dass die sich neu bildenden Zellen, also unsere Körperzellen, die sich neu bilden, ohne die Belastung durch die Mikroorganismen entwickeln können. Und wenn das gelingt, bemerken wir das, bemerken Sie das an der verbesserten Lebensqualität. Und am Tag werde ich sehr oft gefragt von Anwendern und die Fragen lauten meistens ähnlich gleich, nämlich woher weiß ich denn, welche der Anwendungen für mich die richtige ist? Vor allem, wenn es sich um Anwendungen handelt mit demselben Namen oder ähnlichen Wortlaut. Und ich möchte Sie hier versichern, alle Anwendungen, die wir in unserem Katalog, in unserem Anwendungskatalog von Agile Care bereithalten, enthalten spezifische elektromagnetische Frequenzmuster zur Eliminierung betreffender Mikroorganismen. Und sind die Mikroorganismen vorhanden, werden sie eliminiert. Und dabei nutzen wir die Methode von Dr. Rife, nämlich präzise elektromagnetische Frequenzmuster, in dem Fall Rechteckwellen, zur Eliminierung entsprechender Mikroorganismen einzusetzen, und zwar mittels einmal komplexer Frequenzmuster. Beispiel für komplexe Frequenzmuster habe ich Ihnen hier im oberen Teil notiert, nämlich die Anwendungen C669, Kopfschmerzen oder A355 Zahnherde, aber auch A43 Bronchitis
Das sind zum Beispiele für komplexe Frequenzmuster, komplex in dem Fall, weil hier mehrere Mikroorganismen detailliert und spezifisch angesprochen werden mit den Frequenzen, um diese zu eliminieren. Aber wir haben auch Anwendungen gegen spezifische Erreger und ausschließlich zu deren Eliminierung. Die finden Sie meistens in der Gruppe Parasiten direkt. Und auch hier habe ich Ihnen hier Beispiele aufgeschrieben. Einmal ALT1, Borrelien, aber auch A434-RS-Virus und A405 Candida albicans, das ist ja ein Pilz, und auch A403 Epstein-Barr-Virus. Das sind Beispiele jetzt, wo wir gegen diese spezifischen Erreger vorgehen. Was bietet uns die Möglichkeiten gegen typische bei bestimmten Erkrankungen, Symptomen, Beeinträchtigungen betreffende Mikroorganismen vorzugehen oder auch gegen vermutete oder per Laboruntersuchung bestimmte störende Mikroorganismen vorzugehen, also bei Laboruntersuchungen herausgefundene störende Mikroorganismen vorzugehen. Sie sehen, es gibt hier nicht den Fall des in Anführungszeichen falschen Vorgehens. Vor allem deswegen nicht, wenn die betreffenden Erreger nicht vorhanden sein sollten, dann passiert nichts. Die Frequenzmuster und die elektromagnetischen Frequenzen werden durch unseren Körper schadlos und durchgeleitet, was ein weiterer Vorteil der Methode Agicare ist, nämlich Testen ist für uns schadlos möglich. Nichtsdestotrotz möchten wir alle noch mehr um uns herum verstehen oder verstehen, was in uns, in unserem Körper vorgeht. Und Sie erinnern sich, ich habe vor 2 Wochen in unserem letzten Workshop gefragt, was sind die Themen, die Sie mehr noch interessieren, worüber Sie eventuell von uns aus unserer Sicht noch mehr erfahren möchten. Und ich bedanke mich auch hier an dieser Stelle bei den vielen, die uns hier die Gelegenheit gegeben haben, die Themen anzusprechen, die Sie interessieren. Natürlich sind es viele unterschiedliche Themen, aber sind auch oft dieselben Dinge angesprochen worden, wo Sie gespannt sind, mehr darüber von uns zu erfahren. Und ich will damit den Beginn dieser Möglichkeit für Sie hier einmal befestigen. Also starten wir und Sie setzen einfach fort, indem Sie uns weiter Ihre Interessen mitteilen, worüber Sie gerne hier im Workshop von uns hören möchten. Ja, folgende Themen haben wir zum Beispiel erhalten, falls Sie das interessiert, schon Herz, Haut, Herzrhythmusstörungen, Wassermarkieren, Pilzinfektionen. Und Sie sehen schon, manche Themen sind sehr umfangreich vom Themengebiet, beziehungsweise gehen ineinander über, sodass wir hier nach und nach versuchen werden, die Themen, also Ihre Fragen aus unserer Sicht, aus Sicht von Agicare zu beantworten. Und beginnen möchte ich mit dem Thema Haut. Ein Riesenbereich, weil es geht um unser größtes Organ unseres Körpers, was viele Funktionen zu erfüllen hat. Gleichzeitig kann man an der Haut teilweise ablesen, was wir darunter für Probleme, also in unserem Körper für Probleme haben. Also sehr, sehr interessant. Wir werden hier allerdings keine Dermatologen. Und nach wie vor gilt das, was ich Ihnen am Anfang jedes Workshops vorlese, aber hier nun meine Betrachtung auf unsere Haut. Die Haut dient uns als Hüllorgan, Schutz vor Umwelteinflüssen und zur Wahrung unserer Homöostase, also unseres inneren Gleichgewichts, und hat die Funktionen verschiedenster Art, zum Beispiel Stoffwechsel, Wärmeregulation, Immunantwort und verfügt über vielfältige Anpassungs- und Abwehrmechanismen. Und der pH-Wert, Sie werden gleich sehen, warum ich darauf eingehe, der pH-Wert der Haut ist leicht sauer und liegt zwischen 4,1 und 5,8. Dieser Säureschutzmantel der Hautoberfläche entsteht durch die physiologische Funktion der Haut und besteht im Wesentlichen
aus den im Schweiß befindlichen Teilchen, Hautlipiden und Fettsäuren sowie Aminosäuren, was eben dann den pH-Wert unserer Haut leicht sauer erscheinen lässt. Alle Werte, die ober- oder unterhalb dieses Optimums, also zwischen 4,1 und 5,8 pH-Wert, liegen, wirken sich negativ auf die Aktivitäten aus. Sehr interessant. Also wenn zum Beispiel der pH-Wert leicht ansteigt, wird die Haut trocken und oder irritiert. Es sind Schuppen zu sehen, Rötungen. Und bei trockener Haut, wie zum Beispiel bei Neurodermitis, wie man sich das dort sieht, oder Ekzem, liegt dort der pH-Wert etwas bei 7,4, also viel, viel höher als eventuell unser Optimum normalerweise ist. Und wenn der Haut-pH-Wert etwas erhöht ist, haben die Mikroorganismen hier mehr Möglichkeiten zu wachsen und sich zu entwickeln. Und es geht dabei um die Mikroorganismen, die unserer Haut nichts Gutes wollen. Und jetzt sehen Sie auch, warum ich hier den pH-Wert angesprochen habe. Ja, zum Beispiel durch die Verwendung von Detergenzien und Reinigungsprodukten und bestimmten Hygieneverhalten, Einnahme auch von Medikamenten, zum Beispiel Antibiotika, kann der pH-Wert beeinflusst werden. Und das passiert zum Beispiel bei zu oft oder zu lange Verwendung von alkalischen oder pH-neutralen Mitteln, wenn die genutzt werden, um sich selbst zu reinigen oder die verwendet werden bei der Arbeit. Das lässt die natürliche Regeneration mindern. Also die natürliche Regeneration lässt hier merklich nach. Zum Beispiel, wenn Sie an Kernseife denken, die hat einen pH-Wert von 9, also recht hoch. Und eventuell, wenn Sie Kernseife verwenden, dann merken Sie hier, dass die Haut sich dann etwas quietschig anfühlt. Also das ist ein Zeichen dafür, dass eben hier der pH-Wert der Hautoberfläche sich dort verändert hat. Und es gibt aber auch die Möglichkeit mit Emulsionen, die etwas unter dem Optimum des pH-Wertes für die Haut liegen. Also Emulsionen, das sind ja, Stoffe, die in Wasser aufgelöst sind. Und hier können Sie Wasser oder auch Fett, fällt mir ein, wenn zum Beispiel dort ein pH-Wert von 4 verwendet wird, also etwas, ganz bisschen unter unserem Optimum, kann man aber dazu steuern, dass hier wieder Aktivitäten erreicht werden, die der Haut Gutes tun, und kann die Erholung der Hautbarriere kann sich dadurch beschleunigen. Also so ähnlich eventuell, wie wir das auch zum Beispiel bei der Magensäure sagen, dass also wenn Sie eventuell das Gefühl haben, Sie stoßen sauer auf, dann muss das nicht unbedingt sein, dass Sie zu viel Magensäure haben, sondern es kann auch ein Zeichen dafür sein, dass Sie zu wenig Magensäure haben und eben hier das notwendig ist, dass eben der pH-Wert oder die Magensäure sich wieder vermehrt. Also die Magensäure sollte mehr sein, beziehungsweise der pH-Wert der Magensäure sollte sich wieder herabsetzen. Aber wir sind ja hier auch nicht bei einer Kosmetikausbildung oder in einem Kurs zu dem. Also das waren hier nur ein paar Beispiele, wie man eventuell die Beeinflussung auf den pH-Wert, auf die Hautoberfläche bemerken kann und aber auch eventuell beeinflussen kann. Und ich will mich aber mit Ihnen über die Besiedlung der Hautoberfläche, die will ich mir mit Ihnen anschauen. Und hier finden sich vor allem Staphylococcus epidermidis, die sind zu 90% Bewohner unserer Hautoberfläche. Die findet man am meisten bei uns. Und das ist ein Keim, der normalerweise keine Pathogenität für uns hat, also der uns nicht krank macht, es sei denn, man ist zum Beispiel immunsupprimiert. Und da kann es zu sogenannten Nosokomialinfektionen kommen, also das sind die Krankenhausinfektionen. Also Nosokomialinfektionen, das ist der Fachbegriff, aber Krankenhausinfektionen, das sind die typischen Anzeichen.
die auftreten können, wenn sie zum Beispiel Immunsuppression erhalten. Und auch zu den anderen Keimen auf unserer Haut zählen auch die Staphylococcus aureus und Corynebakterien. Also Corynebakterien, die finden wir zum Beispiel bei der Diphtherie, bei der Pneumonie, aber auch Pharyngitis und Hautinfektionen. Ne, ist also ein Zeichen, dass sich eben diese Erreger mit bei uns befinden. Aber es ist, der Anteil ist sehr gering, wie Sie ja sehen, dass die Staphylococcus epidermidis 90% hier der Besiedlung einnehmen. Ich habe Ihnen auch hier ein paar Anwendungen bei Agilcare mit aufgeschrieben, die Ihnen helfen, wenn die Erreger in Disbalance geraten sind und Sie gegen sie vorgehen wollen. Da finden Sie hier in erster Linie erstmal die Staphylokokkeninfektion. Da habe ich Ihnen zwei Anwendungen aufgeschrieben, einmal die A309 und die C1469. Und auch gegen den Staphylococcus aureus. Also wenn Sie vermuten oder nachgewiesen haben, dass Sie hier eine Belastung haben, dann sind das hier die beiden Anwendungen, die wir Ihnen empfehlen zu deren Eliminierung. Das ist A397, Staphylococcus aureus 1, HC. HC, da wissen Sie ja, das handelt sich um Anwendungen aus dem Kreis von Hoyer-Clarke. Und auch A489, Staphylococcus aureus, da ist der Erreger vorne, der Name etwas anders geschrieben, aber nichtsdestotrotz handelt es sich um denselben Erreger. Also Staphylococcus aureus, HC, auch wieder hier der Zusatz mit Hoyer-Clarke. Und Corynebakterien, da habe ich Ihnen hier die Anwendung rausgesucht, C402, Corynebacterium diphtheriae. Und auch A412, Corynebacterium cerosus. Das sind hier die Anwendungen, die wir Ihnen empfehlen zu deren Eliminierung, wenn Sie da belastet sind. Und diese Erreger haben es auch leichter, nicht nur diese Erreger, sondern auch sonstige Erreger haben es auch leichter, über unsere geschwächte Hautoberfläche einzudringen, wenn zum Beispiel der Säureschutzmantel geschwächt ist. Aber auch wenn wir verletzt sind. Also wir können ja zum Beispiel den Hautsäureschutzmantel unserer Haut können wir schwächen durch zum Beispiel übermäßiges Händewaschen oder überhaupt, wenn da ein, gibt es ja auch Erkrankungen psychologischer Art und die eben da so ein Zwangsverhalten mit sich führen, muss aber nicht sein. Nichtsdestotrotz, also wenn eben die der Säureschutzmantel der Haut geschwächt ist, können eben Erreger auch in sie hineindringen. Und ich habe hier einmal die Möglichkeit aufgeführt, dass wenn wir verletzt sind an der Hautoberfläche, was wir hier für Anwendungen empfehlen. Da habe ich Ihnen herausgesucht als Beispiel U420 Wundheilung, verzögert und auch A296 Schnittwunden. Und das ist zum Beispiel auch für den Fall, wenn eben über diese Verletzung eine der jenigen, die hier meistens auf unserer Hautoberfläche zu findenden Erreger, über diese Verletzung dann in unseren Körper gelangen, da die werden dann hier mit diesen Anwendungen eliminiert. Es gibt aber auch viele, viele körperinterne Faktoren, die eine Erkrankung der Haut mit sich bringen. Zum Beispiel die Psoriasis. Psoriasis heißt eigentlich Schuppenflechte. Es hört sich erstmal harmlos an. Es handelt sich aber hier um eine chronische Erkrankung der Haut. Und bei chronischen Erkrankungen, das haben wir in vorangegangenen Workshops schon gehört, haben sich Mikroorganismen auf Zellenebene etabliert, entwickelt und sind in Symbiose mit der Erkrankung und sie schädigen da so dauerhaft oder permanent unsere Zellen, unsere Mitochondrien. Und diese gilt es eben zu eliminieren. Ja, aus Sicht des Energiepotenzials, also der Zellspannung, betrachtet kann eine chronische Erkrankung bereits ein Hinweis auf eine bestehende oder entstehende Krebserkrankung zum Beispiel sein. Es gibt Wissenschaftler, die bezeichnen Krebs sogar als chronische Entzündung oder chronische Erkrankung. Und mit Agilcare können wir aber hier die Mikroorganismen eliminieren, um so eben diese Entwicklung zu hemmen und eventuell rückwärts zu gestalten.
Und es gelingt uns halt mit diesen Anwendungen, zum Beispiel im Falle der Psoriasis. Das ist die A267 Psoriasis und A74 Entzündung allgemein. Und auch weil das eben mit der Psoriasis einhergeht, als Symptom bei dieser Erkrankung A158 Juckreiz. Das sind die Anwendungen, die ich Ihnen hier als Beispiel herausgesucht habe für die Eliminierung der betreffenden Erreger. Und wenn unsere Hautoberfläche sich so geschädigt oder geschwächt zeigt, wie zum Beispiel bei der Psoriasis, dann muss man auch unwillkürlich an Pilze und Pilzbefall denken. Und die sind sehr vielfältig und will ich hier nur einige Anwendungen nennen zu deren spezifischer Eliminierung. Ich habe Ihnen hier ein paar Anwendungen aufgeschrieben als Beispiel, wie gesagt. Und da muss man eben auch schauen, was trifft im einzelnen individuellen Fall zu. Da haben wir U161 Pilzinfektion, aber auch A405 Candida albicans, ein Pilz, ein Hefepilz. Und die C984 Malassezia furfur, der Versuch verursacht eben diese Tinea versicolor, also eine Pilzerkrankung auf unserer Haut. Auch die WEI30 Nagelpilz ist ein Pilz, der sehr gerne unseren geschwächten Körper und die geschädigte Hautoberfläche nutzt, um sich hier anzusiedeln und zu verbleiben. Und dazu gehört auch der C547, die Anwendung Epidermophyton fluginum. Das ist ebenfalls ein Pilz, der zum Beispiel sich als Fußpilz zeigt. Und das sind jetzt hier meine Beispiele gewesen für, wenn wir uns das Thema Haut anschauen. Und ich hoffe, das war für Sie in der Kürze und in den Punkten, die ich Ihnen hier herausgesucht habe, informativ. Ich habe Ihnen hier auch nochmal unsere Kommunikationswege mitgebracht und will noch ein paar ein oder zwei Worte dazu sagen. Einmal finden Sie hier auch unsere E-Mail-Adresse. Sie sehen sie hier support@ulrich-mtc.de. Und hier möchte ich Sie auch nochmal darauf hinweisen und ich möchte Sie bitten, ausschließlich zur Kommunikation mit uns, mit dem Support, diese E-Mail-Adresse zu nutzen. Und das hat für Sie den Vorteil, dass Sie eben zeitnah Ihre Fragen beantwortet bekommen. Und für uns hat es den Vorteil, dass wir transparent kommunizieren können. Also wir sind ja mehr Personen im Support, sodass wir eben hier dann immer genau wissen, worauf Sie sich beziehen. Also nutzen Sie wirklich, ist mein Aufruf an Sie, diese E-Mail-Adresse, um dann mit uns zu kommunizieren. Und auch das Zweite, nämlich der Telefonservice, das mache ich jetzt ja schon über ein Jahr. Da hatte sich dann vor einem Jahr die Telefonnummer geändert. Und ja, also hier möchte ich Ihnen diese ans Herz legen, dass Sie sich diese eventuell einspeichern bei sich als Nummer für den telefonischen Support. Es gibt ja immer mal die Möglichkeit oder die Notwendigkeit für Sie, dass Sie sich einmal etwas ausführlicher mit uns unterhalten wollen oder es muss halt schneller kommuniziert werden, als E-Mails hin und her zu schicken. Und dann können Sie dann den Telefonservice nutzen. Zwischen 9 und 10 rufen Sie da einfach an. Und das klappt eigentlich ganz gut damit, dass eben, wenn das laufende Telefonat beendet ist, wir dann zurückrufen können und dann mit Ihnen gemeinsam die Fragen besprechen können. Und es kommt ganz selten vor, dass wir erst nach um 10 rückrufen, weil eben die Gespräche zuvor länger gedauert haben. Und dann können wir damit Ihnen Ihre Fragen beantworten. Ja, auch ganz unten nochmal der Hinweis zu unserer agismart-Wissensbasis. Und hier haben wir sehr, sehr viele Beiträge für Sie unter dem Credo Wissen für ein Leben ohne Krankheit listet. Also sind Beiträge, die wir immer wieder auch veröffentlicht haben im Rahmen dieser Wissensbasis, im Rahmen dieses Abonnements. Und vielleicht ist das für Sie auch interessant. Ja, ich möchte auch nicht vermissen und vergessen, hier bei Ihnen zu bedanken, dass Sie fleißig auch über AGCARE, über uns
sprechen über unseren Service, unseren Support, der ihnen anscheinend sehr gut gefällt und den sie auch sehr rege nutzen und das natürlich auch ihren Lieben, ihren Nächsten, denen angedeihen möchten, dass sie hier für sich etwas Gutes tun, für die Verbesserung ihrer Lebensqualität. Und hier bedanken wir uns natürlich nicht nur insofern, als aber auch im direkten Sinne, nämlich mit einer Tippprovision und wie das funktioniert, das finden Sie hier auf dieser Folie. Ja, ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, dass Sie mir zugehört haben, dass Sie hier Interesse an unseren Vorträgen haben und dass Sie auch bis jetzt schon Ihre Fragen gestellt haben. Und lieben Dank, Mutti Fati, dass ihr hier mir das schon vorbereitet habt, die Fragen zu beantworten. Und ich freue mich jetzt, dass wir diese gemeinsam besprechen können, die Fragen, die Sie im Chat gestellt haben.